Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht's um Nomadland, ein Film, der für einige Oscars nominiert war. Ob er welche bekommen hat, seht ihr in meinem Oscars-Video. Ich nehme das Video vor den Oscars aus, also weiß ich nicht, was der Film gewonnen hat, aber es geht darum, was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Bleibt auf jeden Fall dran. Meine Mom sagt, Sie sind obdachlos. Ist das wahr? Nein, ich bin nicht obdachlos. Ich bin nur hauslos. Ist nicht dasselbe, habe ich recht? Ja. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Fern. Die hat nach der Weltwirtschaftskrise alles verloren und hat auch keine Bezugspunkte mehr, was Familie angeht, und lebt halt seitdem auch in einem Transporter. Und das ist an sich, hat sie sich ganz gut damit arrangiert, im Sinne von, dass sie gar nicht mehr will. Also sie arbeitet als Saisonkraft immer wieder auch zum Beispiel für Firmen wie Amazon und versucht sich so Stück für Stück durchzuschlagen, ist natürlich auf jeden Fall nicht leicht. Und das Ganze spielt im Westen der USA und es zeigt auf der einen Seite die Härte und auf der anderen Seite auch eine Art Selbstfindungstrip. Also wie diese Figur versucht, seinen Platz irgendwie in der Gesellschaft zu finden und sich aber auch mit anderen Leuten zusammenzutun, und vor allem auch deren Geschichten werden hier genauer beleuchtet, aber leider nicht in dem Maße, wie man es gerne hätte, weil man von Fern erfährt man sehr, sehr viel nach und nach, wie so die Geschichte war. Aber vom Rest, die erzählen immer was, aber es fehlt so ein bisschen der persönliche Kontakt im Sinne von, dass man diese Personen wirklich näher kennenlernt. Und das ist so ein bisschen schade, dadurch sind die nicht so ganz so emotional, die Geschichten. Aber trotzdem interessante Figuren, insgesamt erzählerisch gut gemacht, 4 von 5 Punkten, gar nicht mal so schlecht. Weiter geht's zum Schauspiel, und da muss man sagen, macht Frances McDormand wirklich einen sehr guten Job. Die liefert hier echt gut ab und es ist durchgehend ein Schauspiel, wo man sagt, es ist mitreißend, bewegend, aber auch nicht auf dem Level leider wie bei 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, wo sie wirklich alles weggehauen hat, wie ich fand. Das ist hier auf einem sehr guten Level. Auch der Rest vom Cast ist insgesamt in Ordnung. Da kann man nicht großartig meckern, aber ich fand es nicht so überragend wie viele andere, dementsprechend an der Stelle nur 3 von 5 Punkten. Weiter geht's zur Technik, da muss man sagen, sehr schöner Film. Man muss sagen, der Kameramann ist derselbe, der auch mit Chloe Zhao damals schon The Rider gemacht hat. Also sehr schöne Bilder, sehr ruhige Bilder, aber zum einen auch sehr, sehr triste Bilder. Die haben alle so einen bestimmten Flair und das macht den Film so ein bisschen aus und das hat mir sehr gut gefallen. Dementsprechend optisch ganz schön geworden, 4 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, Nomadland ist ein Film, den ich nicht persönlich so hypen kann wie viele anderen. Er ist ein guter Film, man muss sich darauf einlassen. Bei uns kommt er jetzt ins Kino. Ich finde, der funktioniert zu Hause ebenfalls sehr, sehr gut. Und in Amerika ist er ja auch direkt auf Hulu gestartet. Dementsprechend ist es so die Frage, wo man sich den Film anschaut. Insgesamt ist es von der Thematik her wichtig, gesellschaftskritisch, auch an vielen Stellen mitreißend, allerdings nicht so mitreißend, wie es zum Beispiel der Trailer verspricht. Der ist wesentlich emotionaler, als der Film am Ende für mich war. Und insgesamt hat es mich dann doch nicht so mitgerissen, wie ich es gehofft hatte. Dementsprechend insgesamt aber auch vom Schauspiel her sehr, sehr gut und schöne Bilder, kann man sich definitiv anschauen, 4 von 5 Punkten. Ja, insgesamt solide, 15 von 20 Punkten, guter Film geworden. Mal schauen, wie viel er bei den Oscars so abräumen kann. Video habe ich euch verlinkt. In diesem Sinne, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!